Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von WOT. WOT. World of Tanks. Hier die Überraschung. Ich habe meinen Panzer in einer langen Hobbynacht in meiner Garage angepinselt. Und dann kam Svega und hat gesagt, er soll in einer anderen Farbe angemalt werden. Und deswegen sieht er so komisch aus. Achso, Svega ist übrigens auch da. Hallo. Mich kann jetzt keiner sehen, ne? Vegetarier. Wo bist du denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da fährt er ja. Ich bin gerade durch ein Haus durchgefahren. Unglaublich. Ja. Du fährst mitten auf die Feinde zu, ne? Naja, so halb. So, halb frontal. Lux. Oh. 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 Bin zu weit gefahren. General Guderian finde ich hier. Nicht schlecht. Mhm. Ich weiß gar nicht, wo ich hier irgendwo hinfahren soll. Es sind alles viel dickere Panzer da, abgesehen vom Lux. Oh, wir sind ja auch wieder die kleinen Schwachmaten, sehe ich gerade, ne? Mhm. Nein. Da guckt nur der Turm raus und der Turm ist viel zu dick. Ja, yeah, 18 Punkte von Churchill abgezogen. Der hat jetzt Respekt. So, komm noch mal vor, Lux. Einmal bitte, komm. Bevor du stirbst, komm noch mal vor, bevor ich sterbe. Nicht zurück. Ups, komm, bitte. Ja, ha, aber den Lack habe ich dir zerkratzt. Mhm, gucken wir euch an. So. Eine Dreckfontäne vor dir. Von mir? Vor dir. Unfassbar. Oh, Mann, ey. War wohl nicht genug Tarnung für die SU-85B. Nee. Scheiße. Der Lux hat den Panzer. Warte, warte, ich schreibe die Nachrichten. Enter-Taste, glaube ich. Und das geht aber nur ins Team. Ach so. Steuerung Enter ist dann an alle. Aha. Du schreibst jetzt aber nicht fucking Noob Team. Nein, ich will Noob. Noob. Schreibe ich denn mal? Fuck Noob. Das ist sehr schlechtes Benehmen. Ja. Finde ich nicht. Und man kann damit genauso viel anfangen wie mit den Äußerungen der Panzers. Mhm. Vielleicht regt sich auch einer auf und schreibt jetzt irgendwas. Alter, was ist das denn für ein hässlicher Panzer? Der PZSFL4C. Hast du? Ja, ist halt eine Wanne. Ist gleichzeitig Truppentransporter, müssen alle oben drinnen liegen und dann.
ist halt ein Jagdpanzer. Es gibt nicht so viele schöne. Das ist blöder Militär, ne? Ist alles nur so zweckmäßig und so. Alter, was stehen hier viele Fässer rum? Das ist Italien. In Italien stehen überall Fässer rum mit Wein. Witz. Darum sind auch alle mit Kämpfen beschäftigt, weil sie ständig besoffen. Nee, was? Das passt doch gar nicht. Witzige Position, die er sich gesucht hat, hier, muss ich sagen. Man könnte auch mal einen abschießen, aber. Oh, gut, jetzt ist es perfekt. Alles in Ordnung. Er hat einen erledigt, jetzt wieder alles gut. Also, Shidimar, finde ich gut. Macht er denn nu? Jetzt macht er die ganzen Weingärten kaputt. Nee. Nur die Zäune. Er will die Flag mit Capture. Meinster. Nee, nicht. Ja, wir könnten das sogar noch schaffen, ne? Könnten wir, ja. Wir werden auf jeden Fall zuerst... Eine Grille. Aber... Ich wollte gerade sagen, die hat aber noch nichts gemerkt. Doch, die läuft doch schon. Ups. Wer war das? Ich weiß es nicht. Ah, da. Deine SU-85B. Tja, schade, ne? Was ist das denn für einer? Panzer Selbstfaller Fette 4B. Der ist aber hübschelig. Erinnert an den dicken Max ein bisschen. Das sieht irgendwie ganz cool aus. Ja. Nee. Ja. Sehr gut. Ich glaube, das so. Mit dem Sieg hat sich erledigt. Warum bleibt er denn nicht im Kreis? Der möchte die anderen abschießen. Das ist aber ein bisschen High Risk, oder? Naja, keine Ahnung. Da würde ich mir ja lieber den Sieg holen. Trottel. Der ist ja nicht sicher damit, wenn du da am Capture bist. Dann können die angefahren kommen und dich einfach wegnatzen. Da. Ich weiß ja nicht. Der hat sogar Bäume an den Seiten aufgemalt. Da bist du auch hingegangen. Bist auch hingegangen, hast mitgemalt, ne? Ich male gerne Bäume. Der Panzer ist fertig, jetzt grün. Da müssen noch Bäume rauf. So, jetzt lebt nur noch er. Ja, schon eine ganze Weile. Wir hatten gerade noch eine SU, glaube ich, oder? Das war echt. Ja, so eine kleine Arti. Da. Hä? Da bleibt er stehen, vor Schreck. Yeah! Ja, er zielt. Ist ja nicht so wie du, der einfach wild in die Gegend schießt und nichts trifft. Ja, der hat aber auch Gegner, die sich nie umdrehen. Guck mal, jetzt verliert er nämlich und hätte schon längst gewinnen können. Wieso? Er fährt auch auf die Fahne zu. Das wird er aber nicht mehr schaffen. Wieso nicht? Die ist auch gleich da vorne. Aber guck mal, wie schnell er ist. Ja, und er muss ja nicht auf die Fahne rauffahren. Es reicht ja, wenn er einen sieht und den wegnatzt. Ja, aber den wird er nicht so schnell töten. Und das sind zwei wahrscheinlich sogar im Kreis. Und zwei Artillerien und ein Kampfpanzer. Warum sieht er denn eigentlich keinen? Das kann gar nicht angehen. Ist der blind oder was? Die sind noch zu weit weg. Können sich auch verstecken. Zwei drinnen wird nicht gehen. Doch, das geht noch. Mit viel Glück geht's noch. Jetzt die SU weg. Okay, wenn er das macht, dann ist er cool. 13. Ah. Schade. Schade. Schade.
Hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht. Mhm. Ja, hat er. Hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht. Muss ich sagen. Muss ich ja sagen. Mhm. Auf ins nächste Gefecht. Aber selbstverständlich. Bin bereit. Okay. I'm ready. Vielleicht beherrsche ich mich auch mal und fahre nicht gleich vor und so. Oh, Karin. Hier sind die Dicksten. Ich presche vor. Hatten wir die Karte schon? Ja, die hatten wir schon mehrfach. Cool. Das ist die, die du nicht magst. Ja. Eine von denen, die ich nicht mag. Also alle. Das ist die Sumpfkarte, ja, das ist die, die ich nicht mag. Aber ich bin gut getarnt. Ja, perfekt getarnt. Dich sieht niemand. Im Gegensatz zu dir. Ja. Ja, im Gegensatz zu mir sieht dich niemand und mich sieht jeder. Darum werde ich auch immer innerhalb von 59 Sekunden abgeschossen. Fahren wir links rum um die Hügel? Nee, lass mal rechts. Rechts. Links war ich schon mal. Rechts warst du auch. In der Mitte war ich auch. Da sind gefährliche Abhänge. Habe ich gehört. Nee, man kann auch in der Mitte durchfahren, das wusste ich nicht. Naja, egal. Worauf schießt du? Ich schieße einfach nur so in die Gegend. Ich habe nicht auf dich geschossen. Achso, du warst das. Dachte der Typ, der neben mir fuhr. Stimmte doch alles soweit. Da, da, da. Was fährt da? Marder 2. Marder 2. Zwei Marder? Zwei Marder. So langsam sollten wir mal irgendwann in Entdeckung kommen. Ja, ich würde aber gerne hier hinten, ne? Ist mir egal. Ich meine nur. Oh, ich bin gegen Stein gefahren. Ich wäre schon Hauptklasse. Ich guck grad, die haben Artillerie. Zwei Bisons, das ist gut. Die können nicht mal halb so weit schießen, wie die Karte ist. Und ein T-57, der kann, glaube ich, weiter. Konnte man schon immer hier hinten rumfahren? Was? Ach, ich fahre hier gerade eine Ecke. Randale! Haha! Ich hab ihn erledigt. Und du hast ihn kaputt entdeckt. Gerammt. Hm. Was war denn das überhaupt? Die 70. Nur reparier die Kette. Kette wieder funktionstüchtig, los geht's! Du weißt, dass da einer ist, ne? Nein. Wo denn? Müsste so halb hinter dir sein, aber ich weiß nicht, ob der auf dich angesetzt hat. Halb hinter mir? Meinst du den ich gerade erlebe? Oh, den Learn to Play. Den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ich wende gerade. In einer Stunde bin ich auch bei dir. Ups. Nein, nicht ins Wagfahren. Er steht. Ich weiß nicht, wo er hinzieht. Zieh zusammen, zieh zusammen. Das war ich aber nicht, das war... Was warst du nicht? Na, den umgelegt. Das war ich. Echt? Ja. Oh. Ich dachte, der... Aber der hat auf mich gezielt, ne? Ja. Ja, der hat nur gewartet, dass ich in die Ecke komme und das habe ich nämlich nicht gemacht. Ich kann mich jetzt loben, aber du hast den Abschluss. Ja, aber dein Verhalten war ausgezeichnet. Erstklassig die Ruhe bewahrt. Nicht vorgeprescht. Im Gegensatz zu anderen Mitgliedern deines Zugs. Die irgendwie die Füße nicht stillhalten können. Was? Also wenn wir nicht mehr so ganz so viel erzählen wie noch vor 30 Folgen. Oh, 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 wo kam das denn her? Artillerie. Da liegt das daran, dass wir müde sind und tot. Todmüde. Alter. Ich hab nichts gesehen, was auf mich geschossen hat. Nee, ich auch nicht. Ich glaube auch, die sind da hinten irgendwo in Deckung. Hm, da kam die Artillerie. Ja, gute Artillerie. Auch interessant, der Panzer. Haben wir auch noch nicht gesehen hier. Welchen auch immer du meinst. Ich glaube, das ist auch so eine Map, da sollte man sich verschanzen einfach.
Ja, aber wenn sich alle nur verschanzen, dann passiert nichts. Ja, das stimmt. Aber man muss warten, bis die anderen angreifen, ein paar wegnatzen und dann erst losfahren. Ja, und wenn die anderen so denken, dann fährt niemand los und alle stehen da. Dann muss man einen losschicken. Und wer wird bestimmt, der losfährt? Der Schwächste. Auf welchem System? Das sind ja oft wir. Dankeschön. Ich finde das gerecht. Dass wir als Erste sterben. Mhm. Das würdest du selber auch so machen, wenn du nicht der Schwächste wärst. Und dann wären welche die Schwächsten, die dabei sind. Würdest du die auch mitschicken? Meinst du? Hm? Also hätte ich einen vernünftigen Scout, dann würde ich auch so vor einen verschnümpften Scout-Panzer. Ein Schnaufpanzer. Ein Schnaufpanzer. Verschnümpftigen Schnaufpanzer. Mit vernünftigen Scout-Panzer würde ich auch lospreschen. Durch die Mitte heizen und so. Oh, das war's. Eine eindeutige Niederlage. Eine eindeutige Niederlage, ja, eindeutig. Nicht so schön. So kommt man natürlich auch nicht voran, ne? Naja. Ne, nicht wirklich. Ja. Wenn es euch gefallen hat, beim nächsten Mal gerne wieder. Svilga und ich sind bis dahin Profis und natzen alles weg. Bis dahin, tschüss. Tschüss.